Ja, sonst weiß ich nicht, was ich mit den 56.000 Punkten machen soll. So, jetzt muss ich irgendwas verteidigen. Von nun an können Sie die DNA des Schädlings nutzen und schnappen sich ein Molekül und führen Sie einen Rechtsklick aus. Das wird augenblicklich die Schutzwirkung Ihres Schildes graduell auffrischen. So, hier muss ich irgendwas verteidigen. Achtung, große Energiequellen nähern Ah, sich. huch! Immer her damit. Vernichten Sie alle Gegner. Ihre Stellung darf nicht Ah. geschwächt werden. Ich hätte gerne meine dritte Waffen. Ich muss es einfach nur durchhalten, ja? Upgraden wir unsere Waffen erstmal. Die sind wichtiger. Ich muss meine Stellung halten, ja? Das Problem ist nur, ich weiß nicht, was ich hier verteidigen soll. Und nicht unbedingt in den Laserstrahl reinrennen, das ist, glaube ich, nicht so wundervoll. Ich hätte gerne ein paar Moleküle mal wieder. Gerade ein bisschen selten geworden. Muss ich die Dinger kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Gut, verteidigen wir einfach mal nur. Einfach kaputt machen alles. Waffen-Upgrades sammeln. Bis jetzt habe ich nämlich noch keinen Helix-Strang gesehen, also chill ich hier einfach mal. Und vielleicht muss ich die Moleküle auf die Dinger schleudern. Nee, auch nicht. Obwohl. Trifft der? Wird der getroffen? Ich glaube nicht so recht. Ich schau jetzt mal rum ein bisschen. Aber anscheinend wirklich nur deffen oder Zeit verschwenden lassen. Wer weiß. Und die Dinger sind so strong. Und der nächste Waffen-Upgrade. Ah doch, kann ich doch kaputt machen. Na? Geht kaputt. Ich würde gerne Energie damit aufladen, geht das? Wuh! Der war knapp! Hast du mich das Ding getroffen? So, das nächste ist kaputt. Die haben wieder ein kleines Upgrade freigelassen. Aber wahrscheinlich kommen gleich die nächsten. Das wäre sonst langweilig. Achtung, neue Angriffswelle. Wer hätte das gedacht? Ah, da unten jetzt also, ja, mit anderen Angriffstaktiken. Au, das war was Feindliches anscheinend. Ah, kriegen wir es kaputt? Irgendwann mal, da ist es kaputt. Ah, die Dinger machen extrem krassen Schaden. Die Moleküle. Recht merkwürdiges Spiel, aber es macht trotzdem Spaß. Wenn ich den vielleicht mal treffen würde, dann würde es auch extrem viel Schaden machen. So, nächstes Ding kaputt. Wieder massig Punkte dazu. So, haben wir den letzten? Melde neue ah, ne, doch Welle nicht. Von ist schon weg. Ich habe die Koordinaten bald. Ah, Leben gibt es mir jedenfalls nicht wieder. Ich muss den Laserstrahlen ausweichen und den Dingern. Das ist ja interessant. Ich glaube, ich sollte die Laserstrahlen-Typen zuerst kaputt machen. Wir gehen mir ein bisschen mehr auf die Eier. Oh, da ist das schon mal kaputt. Geh weg, Laserstrahl. Ich bin kein Freund von dir.
Ich werde einfach alles das angreifen, was ich gerade kann. Jetzt müsste er auch gleich weg sein. Na, so viel Leben haben die nicht. Also sich selbst machen die nicht kaputt damit. Das ist sehr ärgerlich. Mein Schild refreshen. Ich bin tot. Ich bin gegen das Ding gerannt. Ich depp. Okay, nochmal vorne. Ah. Konzentration! Ah, mein Gott. Ärgerlich. Achtung, als weiß ich, was das zu tun habe. Energiequellen nähern sich. Immer her damit. Vernichten Sie alle Gegner. Ihre Stellung darf nicht geschwächt werden. So, haben wir das schon mal. Ich brauche mehr Angriffs-Upgrades. Da ist schon mal Angriffs-Upgrade Nummer 1. Patsch! Ich kann es gut als Schutzschild benutzen. Neue Angriffe. Ah, ich kann das also kaputt machen und dann diese Nano-Dinger holen. Natürlich auch nicht schlecht. Müsste man halt alles mal wissen, also. Wird halt relativ wenig erklärt, wie ich finde. Dennoch schaffen wir es. Aua. Nächster Angriff. Ja, sollte eigentlich schon auf ja, Maximum, glaube ich. Ja, 6 schon. Melde neue Welle, nächstes Nano-Ding. Ich habe die Koordinaten bald. Hui, geht mal weg. Crazy. Ich verliere etwas viel Schild. Das Ding hat ein Upgrade fallen gelassen. Oder ein paar Punktchen. 2 Nanobotter habe ich schon. Ah, es geht durch. Ich glaube nicht, dass das Quest viel bringt. Da haben wir ein nächstes Waffen-Upgrade. Oh mein Gott, geh weg. Nächstes Waffen-Upgrade, wenn ich da hinkomme. Ne, doch nicht, nur Punkte. Ich muss den Strahlentyp wieder kaputt machen. Geht mir ein bisschen auf die Nerven. Aber so viele Punkte. Nice, nice, nice. So, Strahltyp ist schon mal weg. Kann ich mal ganz in Ruhe die ganzen Viecher kaputt machen, aber die kommen ja immer wieder, ist das nerviger. Bringt also nicht viel. Go down! Go down! Mission erfüllt! Easy going! Massig Punkte! 185.000 Punkte! Das ist nicht schlecht.
Loading! Die nächste Sequenz. Ich konnte es bis zu 2 Zielen verfolgen, Adam. Sie werden das nicht gerne hören, aber ein Ziel ist Ihre eigene Adresse. Oh mein Gott. Nein, lassen Sie ihn. Sie haben hier keinen Zutritt. Hey, Finger weg von mir. Ich kenne meine Rechte. Was soll das hier werden? Wir selbst sind ein Gegner gewesen. Einen Vorteil hatte die Sache. Ich konnte viel versäumten Schlaf nachholen. Sie haben mich in eine fensterlose Zelle gesteckt. Über 3 Tage, wie ich später erfuhr. In der Dunkelheit hatte ich jegliches Zeitgefühl verloren. Dann setzte man mich ohne weitere Erklärung auf freien Fuß. Ich erfuhr, dass die Situation sich verschärft hatte. Von außer Kontrolle zum unvorstellbaren Albtraum. Die Seuche hatte den Sprung geschafft, über die Luft übertragen zu werden. Und hatte sich über das Lüftungssystem verbreitet. In dem Gebäude, in dem die Opfer der Seuche auf Eis lagerten. Meine Fresse! Ja, da scheint wohl irgendwas nicht ganz korrekt Willkommen gewesen zu sein. Zurück, ja, danke. Es warten dringende Aufgaben auf Sie. Warum wurden wir verhaftet? Das hat mir der waffenstarrende Kerl da draußen auch schon erzählt. Also wird die Krankheit inzwischen über den Luftweg übertragen? Die Toten sind zu Studienzwecken an einen zentralen Ort gebracht worden. In ein Gebäude am anderen Ende der Stadt. Das infizierte Gewebe ist nach außen gewuchert und hat einen komplexen Organismus gebildet. Sehr ekelhaft. Dort lag ein Ziel des Signals, das wir vom Krankenhaus aus verfolgt haben. Die Erreger haben sich über die Lüftungsanlage verbreitet und das Gebäude steht unter Quarantäne mit allen darin befindlichen Personen. Wie ist das überhaupt möglich? Es muss sich von irgendetwas ernähren, um überhaupt so groß zu werden, oder etwa nicht? Eine Mutation. Das infizierte Gewebe produziert Toxine, die in der Lage sind, anorganische Stoffe aufzulösen. Bitte was? Mit anderen Worten, es frisst sich von innen durch das Gebäude. Unsere Aufgabe besteht darin, es aufzuhalten, bevor es durchbricht. Wir haben bereits eine große Menge an Sonden angefordert. Aber aufgrund dieser neuesten Erkenntnisse bestehen Zweifel über deren Nutzen. Zu viel Information. Bereite alles vor und wir werden sehen, was nützlich ist. Das ist die richtige Einstellung. Bitte vermeiden Sie den Kontakt mit den roten Giftwolken. Rote Giftwolke. Die Toxine sind ätzend und zerstören die Schutzhülle der Sonden. An der Anzeige links oben können Sie sehen, ob sie kontaminiert sind. Ist aber längs unten. Die ätzenden Stoffe lösen wir von der Schutzhülle durch die Sprengung von Molekülen. Ja, ist klar. Das bedeutet, Sie können keine Moleküle schleudern, solange sie kontaminiert sind. Das ist schon mal interessant. Okay, forschen wir ein bisschen rum. Plasmaprojektile aktiviert, lenkt die Energie der Sonne in streuende, aber extrem destruktive Plasmaprojektile um. Und hier haben wir noch... Kälte fügt den Erregern zwar keinen Schaden zu, sie ist jedoch bestens geeignet, die meisten von ihnen, aber nicht alle, für ein paar Sekunden zu verlangsamen. Hm, okay. Upgraden wir auch mal beides. Projektile, das sind natürlich die besseren, ne? Upgraden wir einfach mal, scheiß drauf. Und startet auf Level 2, fangen wir an. Einfach mal komplett geupgradet. Die Plasma zu Plasma-Projektilen. Okay, fangen, noch nicht ganz, ich mache noch ein bisschen Leben und so.